hier kann man schon ein bisschen durchluren, was sich da noch so alles ergibt. Steine habe ich ziemlich viel, Redstone habe ich eigentlich auch noch viel. Ich habe so viel Eisen und Kohle noch, das ist so krank. Das ist wirklich krank. Erde, Sand und Glas müsste ich auch noch ein bisschen was haben. Ja. Also, Öfen, glaube ich, dürfte überall was drin sein. Ja. Und ja, das war es eigentlich hier. Und irgendwann ein automatischer Doppeltür um die Ecke G-Teil. Auch dazu habe ich auch ein Video, glaube ich, gemacht. Oder nicht ich, sondern jemand anderes, glaube ich, hat ein Tutorial darüber gemacht, genau. Ich weiß leider deinen Namen nicht mehr, aber wenn du das Video siehst, sei gegrüßt, du darfst es gerne als Video antwort posten. Oder auch jemand anderes, wenn es weiß, wo das Video ist. Ich gehe aber nicht so rum. Sondern ich gehe außen rum. Weil es einfach den Respekt dafür braucht. Denn hier habe ich dann eine kleine Sandfarm gehabt. Und aus der Sandfarm habe ich dann einfach mal eine kleine Monsterfarm auch gebaut. Ist nach dem Design und Ideenteilreichtum vom Doc M entstanden. Keine Ahnung, ob die noch funktioniert, ich weiß es nicht. Können wir eigentlich mal probieren. Wobei, die hat noch nie so richtig gut funktioniert, zugegeben. Vor allem mit den ganzen Endermans, die haben eigentlich alles kaputt gemacht. Das sind solche Wichser. Aber hauptsächlich ist das Ganze konzipiert für... ja. Für eine kleine Quelle, und zwar die hier rauskommen. Hier seht ihr schon Slimebälle. Eine Slimeform ist es. Und um die Slimes zu besichtigen, kommen wir natürlich auch gleich dazu, zu dem kleinen Leuchtturm. Gehen wir doch einfach mal darunter. Hier würden wir eben rausgekommen werden. Wären wir eben, hey, was ist mit meiner Deutschlose, ey, Wahnsinn. Wären wir eben rausgekommen, wenn wir hier durchgegangen wären. Und hier geht es einfach nur zum Nachschauen, wie es denn bei den Slimes so vor sich geht. Flatsch. Und das ist mein riesenfettes, großes Slime-Pattern. Völlig übertrieben. Ich gebe es zu. Aber mit ein paar schönen Features auch. Kompletten Shutdown. Dauert ein bisschen, bis sich die ganzen Chunks geupdatet haben. So, damit nichts mehr spawnen kann. Dann natürlich auch wieder aufhebbar. Sie funktionieren noch, aber ich glaube, hier sind gerade einer oder zwei Slime-Chunks, also völlig übertrieben. Dann wieder eine versteckte Pistentür. Hier kommt man dann... Genau, bei der ganzen Technik auch von der von dem Wasser-Shutdown. Alles fürs Wasser. Ah, und da befindet sich ein Slime. Ja, manchmal spawnt der auch hier oben. Machen wir mal kurz kaputt. Ah, vielleicht müsste ich hier ein bisschen mehr Blöcke platzieren, damit sie nicht mehr spawnen können. Aber eigentlich ist es mir egal. Weil, ihr seht, ups. Der geht jetzt in... Geht er in die richtige Richtung? Ich weiß es nicht. Denn ich habe hier extra zwei so Fallgruben gebaut, die quasi nach unten führen, in die große Slimefarm. So dass die quasi eigentlich sowieso da runter müssen. Ins Wasser. So war es zumindest geplant. Ob es funktioniert hat, ich weiß es nicht. Aber ich habe eh so viele Slimes, da ist es. Slimebälle. Das ist wurscht. Hier wird man zum... Ja, ist mir zu viel los. zu dem untersten... Ja, Spawn Area kommt von der Monsterfalle, die ich dann drüber gebaut habe. Aber da schauen wir jetzt nicht rein. Ist eh wahrscheinlich viel zu viel kaputt von den ganzen Endermen. Mal wieder was essen. Hier sind wir auf Bedrock-Ebene. Aber das musste ich leider, weil ich musste ja da einmal komplett unter das Wasser durch. Und das ist quasi der ganze Raum. Ich kann es mal ablaufen. Ihr seht, das Ding ist riesengroß. Viel zu übertrieben. Hat Ewigkeiten gedauert. Wirklich. Und alles unercheatet. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. Viel zu übertrieben. So wie alles bei mir. Aber sie hat eine Zeit lang wirklich gut funktioniert. Ob es jetzt immer noch funktioniert, ich weiß es nicht. Aber
Ja, sie sind dann eben hier gestorben, die großen Slimes. Dann zu kleineren nochmal gestorben, das Wasser und die ganzen kleinen sind dann unten im Kanal, hier über die Treppen hoch, über die Leitern und dann bis ganz nach oben. Und ja, hat wunderbar funktioniert, also konnte ich mich nicht beschweren, wie ihr ja mein Slime-Lager sehen könnt. Und jetzt kommen wir gleich zu einem Punkt, vor dem ich richtig Schiss habe, und zwar dieser Elevator. Denn soweit ich weiß, ist der ja ziemlich kaputt. Aber ich habe eigentlich meine Feather-Falling Boots an, das heißt eigentlich dürfte nichts passieren. Genau, weil beim Doc M ist nämlich das gleiche passiert. Schauen wir mal, ob wir uns nochmal komplett stillstehen, nichts tun, wieder schauen. Ne, ich glaube wir stürzen immer wieder ab. Wir können nichts dran ändern. Ja, eigentlich immer relativ an der gleichen Stelle. Das kannst du vergessen. Das heißt, dieser Aufzug ist definitiv im Arsch. Das Ganze ist ein Piston... wie hat er sich denn jetzt genannt? Na ja, cool, wär's dann. Was habe ich denn? Nehmen wir mal Fortune. 6. 11. Aus 2. Cool. ja, wie heißt denn der Aufzug? Ziemlich einfach Design, richtig geil zu bauen. Habe ich mehrere davon in meiner Welt leider. Wie frustriert die sind dann also. Aber ich schätze, das ist nur so ein Timing. Hau ab, du scheiß Fliege. Das ist ein Super Tower, so heißt er. Hier ist links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und, ja, aber wie ihr gesehen habt, ging gar nichts mehr mit links, rechts, links, rechts, links, rechts. Das heißt, wir werden uns jetzt mal hier hochbauen. Vielleicht gibt es da irgendwann ein Tutorial, oder wenn schon jemand ein Tutorial gesehen hat, wie das behoben werden kann, bitte den Link oder als Videoantwort in die Beschreibung. Nicht in die Beschreibung, sondern als Antwort posten halt. Denn, wie gesagt, ich habe da einige davon. Na, jetzt würde ich hier oben ankommen. Dadurch, zack, wäre wieder bei mir in der Butze. Hängt alles irgendwie zusammen. Und dann eben hier wieder schneller Rausgang. Zack. Sofort wieder drüben. Die Tür automatisch auf. Gut, ihr seht, sie funktioniert rein theoretisch. Aber, ja, sie ist eigentlich ursprünglich wegen diesem Konzept hier entwickelt worden. Das ist ein, ja, ein Record-Studio. Ihr seht, lauter Musik. Schallplatten allerdings nur von den Creepern eben, weil damals gab es ja nur die zwei. Und dann kann man hier das eben einstellen, dass sie eben rübergehen. Das zum Beispiel ist noch für Spinnen oder eben zum Glätz komplett zum Stoppen, damit das bisschen aufgehalten wird. Ah. Aber braucht man eigentlich nicht. Dann würde ich sagen, wir machen auch die mal wieder aus. Dann zeige ich euch noch kurz, wo ich das ganze Zeug immer hin tun würde. Ich nehme es jetzt nicht auf. Das mache ich hier auf, geht hier wieder ein Pisten auf. Und dann befinden sich hier ein paar Kisten auch wieder mit. Wie gesagt, ein bisschen Zeug ist schon zusammengekommen, aber braucht man nicht unbedingt. Beziehungsweise ich habe so viel. Von dem her ist es wurscht. Legst du die Scheiße da weg? Ich brauche mein Inventar frei, wenn ich hier rumhüpfen will. Ja, das ist eigentlich dazu gewesen. Hier kommen wir übrigens auch raus, wenn wir eben durch den Tunnel gegangen wären. Hier ist eben der Spawn gewesen. Habe ich hier noch einen kleinen Weg gebaut. Und dann eben hier noch einen kleinen Aufzug. Hier ist übrigens der Bambus, wie ich euch erzählt habe. Das werden wir aber wahrscheinlich auch noch sehen. Ups. Auch wieder ein kleines Lager. Damals haben sie dann die bescheuerte Idee gehabt, die Kisten einfach mal kleiner zu machen. Deswegen sieht man hier jetzt alles. Hier ist aber eh nicht viel drin. Kies, Steine. Ich habe eigentlich immer Steine irgendwo. Ich glaube, ist Wolle drin. Ah, Obsidian. Wo auch immer das herkommt. Hier ist Wolle drin, okay. Sand. Erde. Steine. Den wundert's. Mich nicht. Und dann geht es eben hier rauf in den Eingangsbereich von dem...
wie nennt man, Leuchtturm. Mit der Lava auch ein bisschen gespielt und gefährlich gewesen. Meistens ist mir hier unten alles abgefackelt, weil ich hier unten irgendwie rein musste. Dann habe ich beschlossen, das einfach ein bisschen höher zu halten. Und deswegen... So, hier kommen wir mal eins weit. Ja. Ist auch geil. Das heißt, wir werden uns wieder nach oben bauen. Wie gesagt, falls ihr eine Lösung dafür findet, bitte in die Beschreibung. Wäre euch sehr zu Dank verpflichtet. Komme ich schon rauf? Ja, dürft schon gehen. Ha, perfekt. Bisschen knapp, aber perfekt. Und ja, das ist eigentlich die Aussicht von hier oben. In die Richtung bin ich eigentlich nicht so viel gegangen. Da seht ihr einmal komplett außen rundherum Bambus. Und hier noch überall. Ja. Da habe ich auch irgendwo mal was gehabt. Genau da. Kleine Kiesfarm. Das war der ursprüngliche Weg da hinten. Seht ihr ein Signalfeuer. Da ist so ein kleiner Butze. Die alt ist auch nur so Provisorium. Ist alles zu Fuß gewesen immer. Wo wir mit dem Minecraft-Tunnel geht's hier so lang. Und dann hier zu meinem anderen Haus, eben wo wir ganz am Anfang eben mal waren. Und früher bin ich das alles zu Fuß gelaufen. Ja, das war vielleicht ein Akte. Da habe ich mir dann immer so Signalfeuer machen müssen, weil ich nicht mehr wusste, wo es lang ging. Zum Schluss raus schon natürlich, aber... hatte halt auch nie Bock, das wegzubauen. Genau. Oben brennen zwei. Und endlich brennen Feuer, glaube ich. Also nicht wundern, dass hier irgendwas abfackelt. Genau, soweit zum Leuchtturm. War auch eine schöne Arbeit, aber mit dem, vor allem weil ich halt irgendwie diesen schwulen Lift reinbekommen musste. Also ich wollte unbedingt Lift, ich wollte ja nicht jedes Mal hochgehen. Und darum sieht man auch auf der Rückseite, an manchen Stellen fehlt ein Block und das ist eben, weil da die Redstone Torch bzw. Redstone das drin ist. Aber ansonsten finde ich, habe ich ihn gut verstecken können. Ich musste, habe ich extra noch überlegt, ja, wie groß muss ich machen, damit ich mindestens den Aufzug reinbekomme. Ich glaube um einen Block oder so habe ich mich verschätzt, aber wegen der Lava eben, weil die dann so groß ist, weil die eben ein 3x3 braucht, damit es nichts anderes anbrennt. Und von dem her, ey, das ist mal gut dann. Genau. So ist es. Dann würde ich sagen, geht's auf. Ich sagte, geht's auf. zur Hölle. Ja, in die Hölle geht's auf. Ich glaube, dass das mein Höllenportal ist, durch das ich immer gegangen bin oder gehen musste. Werden wir gleich feststellen. Das ist, ja, fragt euch nicht, warum diese Strecke so scheiße ist. Das waren Zeiten, da gab es noch nicht mal die Powertracks. Damals hatte ich die Strecke schon angelegt und dann habe ich es einfach alle durch Powertracks ersetzt. Und zwar ging es da zu meinem, ja, oder geht immer noch, zu meiner Höllenportal, dass ich wunderbarerweise, was für ein Idiot macht das, ich weiß es nicht mehr, so weit weg in irgendeiner Mine, die wirklich riesengroß ist, die Mine, gebaut habe. Wow, hier kennt sich echt kein Schwein mehr aus, wenn er aussteigt. Und ja, größte Höhle ever. Auch noch ein bisschen Schrott drin, hier schätze ich, ist auch noch ein bisschen was drin. Genau. Alles aufgefüllt, mit Obsidian auch aufgebessert. Und hier geht's ab in die Hölle. Zum nächsten Part eigentlich. Genau, denn das ist meine Hölle. Und hier habe ich auch einiges gebaut. Soul Sand Farm. Und eine Blaze Farm. Und eine kleine Nether World Farm, wie ich schon mal erwähnt habe. Und wahrscheinlich jetzt ein paar Teilen vor diesem Video. Part 1 oder so. Und da das natürlich niemals reicht, habe ich kleinlaut beschlossen, da muss was Größeres her. Und das Ganze einfach mal ver... Subscribe.